Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia Machine for Pigs. Da ich jetzt die 500 Abonnenten erreicht habe, muss ich hier wohl fast weiter spielen. Ich habe mir heute gerade gedacht, was ich noch aufnehmen soll für morgen. Also für heute, wenn ihr das seht. Und dann habe ich gesehen, oh, Amnesia, das Spiel gibt es ja auch noch. Und das Spiel wird displayed. Natürlich, fertig. Und ja, wir sind hier unten im Dampfraum, waren wir, genau. Ich habe das den Hör abgenommen. Okay, hier muss ich die Schleusen, genau die Schleusen musste ich öffnen oder schließen. Die erste habe ich geöffnet und geschlossen, die zweite aber noch nicht. Die FS sind. Okay. Sind okay. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich will da nicht lang. Verdammt! Wieso? Wieso muss das so sein? Ich hasse es. Es ging auf jeden Fall rechts lang. Gehen wir erstmal runter. Weil, wieso nicht? Ich hoffe, ihr seht etwas. Mal hier nochmal Licht. Hier ist die andere Schleuse. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ah, sieht hier nicht mehr. Nein! Ich hasse Wassermonster, verpiss dich. Kackviech. Ich weiß jetzt nicht genau, wo ich lang muss, da ich schon länger nicht mehr gespielt habe. Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig. Ich hoffe, ich gehe jetzt nicht wieder zurück hier. Doch. Nein. Doch, ich ging wieder zurück. Von hier kam ich ja. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das heißt, ich darf wieder zurück in die Kanalisation. Und das Vieh unten lebt natürlich noch immer. Das wird nachher auch noch leben, wenn die Schleuse hier offen ist. Dann darf ich hier rennen. Okay, dann muss ich jetzt hier geradeaus. Na, immerhin kann ich hier unendlich lang sprinten, ne? Aber ich kann mich auch nicht wehren wie in der Evil Within. Aber Evil Within ist auch nicht so gruselig. Okay. Muss ich doch hier lang? Ist er offen? Nee, ne? Schleusentor 2. Hier war Schleusentor 1. Kann das sein? Ja, Schleusentor 1. Das ist jetzt offen. Bin jetzt hier drin. Ah, vielleicht muss ich hier auf die andere Seite. Das könnte Sinn machen. Das könnte gut Sinn machen. Das wäre auch schon fast logisch. Eine Flasche. Die kann ich aber leider nicht mitnehmen und rumwerfen. Okay. Was haben wir hier? But we can save them. We can set them free. We can replace a rotten old world with a clean new one. Mr. Pettinus, you sound every bit the fanatic. Well, how can I be otherwise, Professor? How can any man of ethics simply stand by and watch this world drown in its own excrement? And your engineer, this visionary with whom you have embarked upon this course, does he show you? Indeed he does. Indeed he does. The poor fellow has seen it all before. Now, this is not the first great civilization he has wept for. And so you set about things immediately upon your return. Naturally, naturally. These things cannot be left to rot upon the tree. And sponsors were remarkably easy to find. I tell you, Professor, a trail of greed brings rich men to your door like pigs to truffles. Ja, da hat die wohl eben versucht, diese verdorbene Welt hier, in der wir leben, zu retten.
Ob er es schafft, das wissen wir nicht. Von unten kamen wir, okay. Nein! Verdammt, ich muss da lang. Das verstehe ich nicht. Nein! Hallo? Verdammt, ich hasse es. Ich hasse es! Okay, wir müssen wohl gleich rennen. Lass mal kurz schauen, hat sie irgendwas zum Aufnehmen? Nein. Jetzt rennen. Schleusentor 2. Fick dich da unten. Jawohl, erstmal den Druck rauslassen. Rein in den Tresor. Ich wollte die Tür wieder zumachen. Off. Geht das nicht? Ah, ich muss hier vielleicht erstmal. Ja. Gut, jetzt wird hier erstmal alles gedingst. Hier drehen wir mal am Rad. Okay, ich bin sicher. Einigermaßen. Puh, also das Spiel ist echt einfach nur auf Psycho-Horror bis jetzt ausgesetzt, muss ich sagen. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee und wir starten. Ganze Dampf raus und hier kann ich drehen. Nee. Dann los geht die lustige Fahrt. Und auf geht's. Achso, das ist. Das ist nur um die Türe zu öffnen. Na, das ist mal was hier, ey. Okay. Na, fickt euch Lichter. Oh! Boah, was ist denn das für ein. Das sind gleich zwei Dinger, ey. Ach du Scheiße. Was? Oh Moment, mal kurz. Manus Aussichten, das war's. Jetzt kann ich diese seltsamen Dokumentationskammer, Dekontaminationskammer wieder betreten und meinen Weg fortsetzen. Das Wasser wird zurückgedrängt und der Weg zur Bilge freigemacht. Doch kann ich den Rest dieses schmutzigen Stroms zurück in die Themse leiten, wo er hingehört, und mir so den Weg ins Zentrum der Maschine ebnen. Ein Horst voller Monstrositäten. Oh Gott, ein ganzer Schwarm dieser verdorbenen Kreaturen. Nicht mein Denken, sondern mein Instinkt haben mich bis hierher gebracht. Und ich bin mir sicher, dass es irgendwo in diesem feuchtkalten Komplex einen Weg gibt, der noch weiter nach unten führt. Ich werde ihnen nicht in die Gesichter schauen, während sie ihrem finsteren Handwerk nachgehen. Und dennoch sehe ich ihnen beim Schlaf. Sehe ich ihnen beim Schlafen und Essen und Spielen zu. Und sie sind so menschlich, so kindlich, und ich werde nicht an das Gesehene denken. An die Stühle und die Käfige. Ich werde nicht daran denken, wie solche Monster geschaffen werden. Ja, es waren nun mal alles Menschen. Oder ein bisschen. Teilweise waren sie es mal. Oh, okay.
hier diese schöne, beruhigende Musik allerseits. Test da, Spiel mit Würfel. Was ist das denn für ein süßer kleiner? Willst du raus? Nein, willst du nicht. So, zurück in dein Loch. Moment mal. Ah, die kann ich nicht öffnen, okay. So, die Tür schließen wir. So, kann ich hier nochmal... Da hat's Blut. Da hat's kein Blut. Dann ist die Auswahl wohl klar. Okay, der schläft. Der ist da irgendwie, was weiß ich, Mann. Wälzt sich ein bisschen. Ich weiß nicht genau, von wo ich kam. Von daher nicht. Hier kam ich nicht. Hier geht's tiefer. Tiefer zur Maschine. Ins Herz der Maschine. Ich weiß nicht, ob ich da runter will, um ehrlich zu sein. Oh, alles zittert schon. Oh ja. Hier geht's noch einmal tiefer. Aua. Erstmal hier lang. Hier geht's auch nur hoch, okay. Diese Kupferröhren. Wer weiß, was hier durchgeschleust wurde. Wer weiß es. Ich will es nicht wissen. Ich hoffe auch, wir finden es nicht raus. Hier geht's runter, hier geht's mit einer Leiter runter. Ja, komm, ich nehme die Leiter. Es geht tiefer und tiefer in die Maschine. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch dauert. Ich denke aber nicht allzu lange mehr. Deshalb werde ich hier schon mal ein bisschen weiterspielen. Okay. Hier geht die Leiter wieder hoch, okay. Alles am Zittern und Vibrieren, kann das an die Höhe näher ans Herz kommen. Das könnte natürlich sein. Okay. Fluten, was war das? Fluteneinbruch. Notabschaltung. Notabschaltung in Kraft. Okay. Was ist da? Da ist ein Fleischwolf. Da werden irgendwas aufgehängt. Die werden dann da wohl durch den Fleischwolf gelassen. Da wird irgendetwas gemacht. Und ja. Gehen wir hier durch. Ich weiß nicht, ob ich es will. Ich mach's einfach. Von Ebbe zur Rückgrat. Ebbe. Und wer ist dieser Dritte? Dieser Schatten. Das Geisterkind im Hintergrund. Das kaum ausgeschaltene. Dieses Wachsebalg. Wechselbalg ist was. Nee, das nie verfehlte. Okay. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme, deshalb. Ein bisschen machen wir noch. You seem to have undergone quite a profound conversion in Mexico, Mr. Mandel. You could not have seen it yourself and not, Professor. As we disembarked, even through my fever, I saw the detritus of this so-called progress. I saw starvation and disease, rot and destruction polluting the waters of the Empire. We are ruiners, you and I, and all of us, and we make the world unclean. And you took it upon yourself to act as Redeemer. Professor, I would not be so presumptuous. I am merely a conduit. I am constructing an architecture to wrestle our damnation to the ground and smother it with steam. Yeah. Mit Steam. Das hat Gabe Newell damals auch gemacht und das hat Erfolg. Ich hasse solche engen Räume, Dinger, enge Gänge. Ey, sei nicht so laut. Okay. Die Pumpenräume. Dies müssen die billige Pumpen sein, das Kernstück der Bemühungen des Saboteurs. Zum Schutz seiner Überschwemmung musste er diese enormen Pumpen deaktiviert haben. Offensichtlich war er aber in Eile, denn bislang hat er meistens schlampig gearbeitet und sich darauf beschränkt,
alles, was auf ihn konnte, auszuschalten. Wenn ich die Steuerung finde, kann ich dem mit Leichtigkeit Abhilfe schaffen. Gut, dann finden wir am besten mal die Steuerung, am besten ohne Wassermonster oder ähnliches, ne? Du bist sicher irgendwo im Wasser. Wusste es. Fick dich. Blödes Wassermonster. Mag ich nicht. Ich muss echt sagen. Ahead, the trickle to still waters. I drag myself deeper into the temple. Downward, ever. Towards a wind that held the voices of my children. Beckoning me to set them free. Ja, und hoffentlich können wir das schaffen. Man muss echt sagen, bis jetzt hat das Spiel noch nicht zu sehr erschrocken. Also bis jetzt, bei Terror of the Center hatte ich jetzt mehr Angst. Muss ich echt sagen, da hatte ich jetzt schon mehr Panik. Das kann natürlich noch kommen, ne? Ich will mich jetzt nicht, ich will ja nicht zu vorlaut werden. Aber die Monster auch waren in The Dark Descent meiner Meinung nach viel unheimlicher. Und auch die Geräusche, die sie gemacht haben. Okay, das Grunzen hier ist auch schon recht furchteinflößend, aber noch nicht so, wie es bei Amnesia The Dark Descent war. Also die Brut, wie das tiefe Geräusche gemacht hat. Ne, danke. Was haben wir hier? Ich hatte hier gerade irgendwie... Hilfspunktensteuerung. Jawohl. Einfach mal ein Rad drehen in Amnesia, immer wenn du ein Rad siehst, einfach mal drehen. Das kann helfen. Ja. Müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Jetzt Dampf. Da ist nicht durch. Oh, jetzt ist es geöffnet. Da, deshalb war der Dampf. Okay. Mein Tagebuch. Ventile und Rohre. Noch eine Pumpe und wieder muss ich sie anwerfen. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass ich in einem großen Spiel gefangen bin und für die versprochene Belohnung meine geliebten Kinder endlose Herkules-Taten verrichten muss. Ja, dann fragen wir mich. Ich komme ja auch vor wie in einem Spiel. Nur das ist ein Spiel. Ich spiele nämlich gerade dich. Wenn du das wüsstest, ne? Da hat's Gift. Das sieht auf jeden Fall aus wie Gift, ist ja Dampf. Ich hatte gerade so eine seltsame Phase. Ja. Nein! 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 Nein, 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 die haben sogar noch Schweinegeräusche gemacht. Fick dich, Spiel. Das hasse ich. Zum Glück können die keine Leitern hochklettern, ey. Puh. Puh. Ich geh lieber hoch. Ich weiß nicht, ob ich ein besseres Gefühl. Hauptsteuerung. Ja, da müssen wir nämlich hin. Okay, jetzt sind wir hier unten. Da. Jetzt scheinbar aber noch tiefer und das wird nicht angezeigt. Das war so nur so ein Träger. Ich habe mich gerade gefragt. Oh ja. Gut. Ein weiteres. Nein. Ein Zahnrad. Okay. Muss ich das. Sicher unten. Ah ne, da vorne vielleicht. Hier. Oh ja. Haha. Okay, jetzt müsste es, glaube ich, funktionieren. So, jetzt wahrscheinlich hier links unten lang. Pumpengeräusche. Ja. Gut. Das ist auch was Schönes. Das ist immer so vertrauenserweckend, ey. Und wir gehen noch tiefer rein. Weiterhin auf dem Weg zur Maschine. Aua! Okay, ich habe nicht gedacht, dass die Leiter so kurz war. Bam! Oh, da sogar.
Ah, gut, dass ich das jetzt erst jetzt bekomme hier. Bin ich klug. Aber weiter muss ich hier sonst nichts machen. Jetzt nichts. Nein, komm, ich will dich eigentlich mitnehmen. Ich werf die mal hoch. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich die ja. Dann halt nicht. Fallen sie halt wieder runter. Okay, war auch eine Schräge, glaube ich. Okay, aber wozu war denn hier jetzt die Leiter da? Ich verstehe es nicht. Muss ich vielleicht... Jo. Nein, das muss ich glaube ich nicht. Ich glaube, es wäre eher gewesen, wenn ich hier jetzt runtergefallen wäre. Könnte sein. Das würde ich mir jetzt vorstellen. Ja, okay. Zurück. Das Auffinden der Kinder. Ihre Schwemmung ist bestätigt. Beseitigt. Ha! Ich habe mich durchgesetzt. Der Saboteur ist geschlagen. Mein Herz pocht voll Begeisterung. Auch wenn sich mir alles dreht und ich fiebrige Erwartungen erschaudere. Wie diese Maschine nun ihr unmittelbar bevorstehenden Wiedergeburt spürend um mich herum hämmert. Der letzte Abstieg lockt mich wie Lilly, wie sie einst auf unserer Ehebett lag und mich zum Mann machte. Boah, das ist sicher eine nette Zeit, oder war eine nette Zeit. Aber das ist ein Katapultenrohr. Ich hatte gerade einen kurzen Herzkollaps. Hier geht's mal nicht durch. Gut. Oh, hier hat's jetzt. Jetzt ist ein Stieg. Das ist doch schön. Aha. Schauen, wie cool ich hier durchlaufen kann. Blühlicht. Und auf geht's zum letzten Abstieg. Letzter Abstieg. Die letzte Kammer. Wir drehen hier erstmal an diesem Rad, um die Tür hier zu schließen. Drücken wir auf On. Der Steam wollte ich gerade sagen. Der Dampf kommt auf uns zu. Oh. Wir noch in diesem Rädchen. Wir werden ja am Tarpstein sind, scheinbar. Und diese Tür öffnet sich nun. Bevor wir hier rausschalten, würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Ninja Machine for Pigs. Bis dahin, kommt da rein. Tschüss.